Das ganze Bild heute mit Martin Lohmann, Journalist, Publizist, Aktivist, Gründer der Akademie für das Leben. Wir reden über Rechtsextremismus und die politische Mitte, über den Papst und das Kreuz und über die Presse. Ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Martin Lohmann, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen. Gerne. Lügen- oder Lückenpresse, was haben wir? Wir haben sicherlich eine Lückenpresse. Auf jeden Fall habe ich, wie viele andere, auch den Eindruck als Journalist, beobachtet man das dann sehr genau und kritisch, dass offensichtlich die genaue Unterteilung von Meinung und Bericht nicht mehr von den Journalisten beherrscht wird. Da wird sehr viel Meinung gemacht und dann wird natürlich mit der Meinung auch manches ausgeblendet. Ich glaube, wir müssen zu einer objektiveren Berichterstattung zurückkommen, weil die Menschen das auch merken. Woran liegt das? Wo kommt das plötzlich her? Ist das eine neue Schule? Ist das eine neue Erfindung? Warum machen die das so? Ich weiß nicht, wie unabhängig die Journalisten heute sind. Also von manchen Sendern hat man ja den Eindruck, dass sie nicht wirklich sehr unabhängig sind. Da sind politische Gremien dahinter. Man hat den Eindruck, dass man auch bestimmten Machtkonstellationen dienen möchte. Ich halte das für sehr bedenklich, weil ich glaube, dass wir eine freie Medienlandschaft brauchen. Und eine freie Medienlandschaft besteht darin, dass die Journalisten wirklich möglichst unabhängig und möglichst objektiv berichten und dann auch deutlich sagen, wann die Meinung ist. Also manche Journale im Fernsehen werden ja, da wird ja dem Zuschauer schon angeboten, jetzt hast du eine Brille von mir und durch die guckst du dann die Nachricht, die du gleich bekommst. Das ist nicht okay. Das ist auch nicht aufgeklärt. Ein Journalist wird nie hundertprozentig objektiv sein können, aber er muss sich darum bemühen. Ich habe sehr viele Journalisten ausgebildet und habe immer großen Wert darauf gelegt, dass sie da eine Trennung machen zwischen Meinung und Berichterstattung. Und ich glaube, dass diejenigen, die sich heute noch trauen, eine solche Ausbildung zu genießen oder zu geben, dass die etwas mit Avantgarde von morgen zu tun haben. Wir brauchen eine freie, möglichst unabhängige Medienlandschaft und eine Presse, die beobachtet, die kritisch beobachtet und die nicht irgendeine Schere im Kopf hat. Ist es aber vielleicht auch wieder im Kommen oder bewegen wir uns weiter sozusagen weg Richtung immer mehr Meinung? Ich glaube, dass wir da mehrere Bewegungen beobachten können. Es ist im Kommen, weil natürlich viele Menschen auch sagen, gerade jüngere Menschen, ich gucke nicht mehr ARD und ZDF zum Beispiel, sondern ich hole mir meine Informationen aus dem Internet. Da gibt es sehr viele Quellen. Andererseits gibt es aber auch Bewegungen und Bestrebungen von bestimmten politischen Strömungen, gerade diese Freiheit der Quellen ein bisschen zu kontrollieren. Da wird der ein oder andere auf Facebook gesperrt, nur weil er irgendeine kritische Frage stellt oder weil er vielleicht Martin Luther zitiert. Weil er vielleicht rechts ist. Ja, das mit dem Rechts ist so eine Sache. Jeder, der nicht gerade linksextrem ist, wird als rechts bezeichnet. Das haben Sie gerade in Wien auf dem Marsch für die Familie so formuliert. Wer nicht linksextrem ist, ist dann wohl rechtsextrem. Das ist im Moment so die Conclusio. Das halte ich für gefährlich. Ich will auch sagen, warum. Weil, also ich bin jemand, der absolut gegen jede Form des Extremismus ist. Und ich glaube, gute Demokraten müssten gegen Linksextremismus genauso sein wie gegen Rechtsextremismus. Und die Nationalsozialisten, ob sie nur links oder rechts waren, ist ja dann die Frage bei Sozialisten. Die Nationalsozialisten, diese Ideologie ist böse und die darf nie wieder eine Chance haben in Deutschland. Wenn aber heute Linksextremisten hingehen, die sich irgendeiner verklebten Ideologie der 68er anhängen und immer noch glauben, das sei, hätte etwas mit Aufklärung zu tun, und dann jeden, der nicht hundertprozentig dieser Diktatur der Meinungskontrolle entspricht, der also noch selber denkt, dann als rechtsextrem oder als Nazi bezeichnet, dann betreiben diese Leute eigentlich das Geschäft der Nazis. Weil sie verharmlosen. Sie verharmlosen und sie sorgen dafür, dass jeder Zweite, der also als Nazi beschimpft wird, ich habe schon Leute getroffen, die sagen, ja, Nazi ist ja nicht so schlimm, ich bin auch Nazi, wird dann gesagt von Leuten mir gegenüber, weil ich bin halt nicht linksextrem, aber wenn man dann schon Nazi ist, und das ist eine Verharmlosung, die ist gefährlich und da muss man gegen angehen. Wer als Linksextremer oder wer sozusagen im sogenannten Mainstream der Linken jeden verteufelt, diffamiert, diskriminiert als Nazi, betreibt das Geschäft der Nationalsozialisten.
Und wer ist bei alledem dann noch politische Mitte, wenn wir jetzt die Ränder quasi definiert haben? Wer ist politische Mitte heutzutage? Ja, das ist auch so eine Sache, die politische Mitte. Ich habe noch im Geschichtsstudium gelernt, dass also zur Parteienlandschaft eine Mitte gehört. Die ist aber klein, das ist ein Punkt. Ja? Und dass es eine linke Mitte geben muss und eine rechte Mitte geben muss. Es muss also um die Mitte herum parteipolitische Gruppierungen geben, die sich auf die Mitte ausrichten. Und nicht alles, was, wenn ein Parteienspektrum, wie wir es im Deutschen Bundestag offensichtlich haben, zu einer Einheit Partei wird, von links bis zur CDU, dass es gewissermaßen alles nach links abdriftet, dann ist natürlich vom linken Spektrum aus alles, was in der Mitte steht, rechts auf einmal. Das ist ja logisch, wenn ich dann zur Mitte gucke, die sind ja irgendwo rechts. Ich sage auch mal auch dazu, die Begriffe links und rechts, wie wir sie aus dem Klassenkampf kennen, die treffen ja nicht mehr ganz genau. Trotzdem brauchen wir in unserer Demokratie eine Mitte, die umgeben ist von linken Parteien und von rechteren Parteien. Also die rechte Mitte ist genauso notwendig wie die linke Mitte. Oder wir haben keine Demokratie mehr, weil die Demokratie braucht beides und sie braucht zwei Lungenflügel. Und wenn sie nur auf einem atmet und glaubt, das sei das Ganze, dann überschätzt sie sich. Ein Thema, was auch stark polarisiert, auch in dieser Rechts-Links-Debatte möglicherweise, ist das Thema Lebensschutz. Sie sind Gründer und Geschäftsführer gewesen der Akademie für das Leben. Bin ich immer noch. Und ja. Man kann mit Fug und Recht sagen, Sie sind nicht nur Journalist und Publizist, sondern auch Pro-Life-Aktivist, kann man das sagen? Es hat eigentlich mein ganzes Leben durchzogen, dass ich mich für den Lebensschutz eingesetzt habe. Ich hatte einen Großvater, väterlicherseits, den ich nicht kennengelernt habe, der sehr entschieden gegen den Nationalsozialismus war. In der mütterlichen Linie ist der Reichskanzler Wilhelm Marx aus dem Zentrum, gehört zu den Vorfahren dazu. Und das hat mich geprägt. Also Menschen, die also deutlich gesagt haben, wir müssen für den Menschen uns einsetzen. Und schon als Kind habe ich nicht verstanden, dass man kleine Kinder im Mutterleib töten darf, in Anführungsstrichen. Man darf es ja bis heute nicht. Es ist ja nach wie vor verboten, nur straffrei gestellt. Das ist im allgemeinen Duktus muss man das wiederholen. Also die meisten denken, Abtreibung ist erlaubt. Die meisten denken, Abtreibung ist erlaubt. Ich habe mal eine Zeit lang Vorlesung gehalten an einer Hochschule und die Studenten fragten mich auf einmal, sie haben was über Abtreibung gesagt. Ja, aber die ist doch erlaubt. Das waren keine bösen Studenten, das waren sehr engagierte Studenten. Die haben wirklich den Glauben gehabt, Abtreibung sei etwas Normales. Man beendet eine Schwangerschaft. Auch da spielt wieder, und da kommt wieder das Journalistische bei mir rein, die Begrifflichkeit eine Rolle. Falsche Begriffe schaffen falsche Wirklichkeit, richtige Begriffe schaffen richtige Wirklichkeit. Wenn ich natürlich immer nur von Schwangerschaftsabbruch spreche oder von Schwangerschaftsunterbrechung, wie das zum Beispiel Sabine Christiansen in der entscheidenden Zeit damals in den Tagesthemen immer in der Anmoderation gesagt hat. Ich habe ihr mal gesagt, ich sage, Sabine, das ist fies, was du machst, das darfst du nicht machen. Weil wenn man eine Schwangerschaft unterbricht, wo wird die denn fortgeführt? Ich sage, eine Zugfahrt von München nach Berlin kann ich vielleicht in Köln oder in Erfurt unterbrechen und den nächsten Zug nehmen, aber Schwangerschaft geht das nicht. Es geht immer um einen Menschen, habe ich gesagt. Und das hat mich von Anfang an sehr bewegt. Und ich glaube, dass wir das Sensorium weitestgehend verloren haben und dass derjenige, der sich da einsetzt, sehr schnell verteufelt wird. Aber es wächst bei den jungen Leuten auch zusätzlich ein Bewusstsein. Das hat auch was mit dem Lebensende zu tun. Wenn ich am Anfang sage, es ist disponibel, ich kann darüber verfügen, ist das am Ende genauso. Und wir haben, also Euthanasie und Abtreibung hängen eng zusammen. Nochmal, um noch mal kurz einzusteigen, Aktivist, Pro-Life engagiert. Sie haben den Marsch für das Leben auch in Berlin jetzt zum wievielten Mal auf die Straße gebracht? Ich habe ihn 8-mal anführen können und wir haben zuletzt 7.500 Teilnehmer gehabt. Also wir haben den sehr intensiv nach vorne entwickeln können, von ein paar hundert bis zu 7.500. Könnte man sagen, ist noch wenig gegenüber. Woran liegt das? Ich bin da ja auch schon dabei gewesen. Dieser Hass, den man auf der Straße erlebt, den finde ich schon bezeichnend. Wo kommt der her? Also man kann das in 2, 3 Sätzen nicht erklären. Ich glaube aber, dass es etwas damit zu tun hat, dass wenn man konsequent sagt, du hast die Freiheit, Ja zum Leben zu sagen, hast du aber auch die Verantwortung. Freiheit und Verantwortung hängen eng zusammen. Und wenn natürlich eine libertinäre Ideologie wie die 68er und andere den Leuten sagen, du kannst machen, was du willst, und wenn dabei halt ein Kind entsteht, lass es wegmachen, dann wird das spielt keine Rolle. Und dann kommen Leute, die mit absoluter Klarheit und Wahrheit und Logik der Klarheit sagen, das darfst du nicht. Es ist ein Mensch von Anfang an. Und wir wissen aus der wissenschaftlichen Erklärung der letzten Jahrzehnte viel mehr als unsere Generation vorher. Wir wissen, er entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern er entwickelt sich als Mensch. Von Anfang an ist wenn Ei- und Samenzelle sich verschmelzen, ist die Disposition für den neuen Menschen schon gegeben. Und was dann geboren wird, ist immer ein Mensch.
Und was da wächst, ist immer ein Mensch. Und wenn man den Leuten sagt, du musst auch deine wunderbare schöpferische Kraft der Sexualität vielleicht ein bisschen kultivieren, wie alle anderen Triebe des Menschen auch, sollte man sie kultivieren. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Dann entsteht natürlich ein Hass nach dem, kann ein Hass entstehen nach dem Motto, die wollen mir was vorschreiben. Nein, es soll nichts vorgeschrieben werden. Es soll nur das Leben geschützt werden. Man muss immer als Mensch Ja zum Leben sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 des Grundgesetzes. Das gilt für den ungeborenen Menschen auch, hat das Bundesverfassungsgericht übrigens genauso gesagt und deutlich gemacht, dass es von Anfang an ein Mensch ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Wir setzen gleich an dieser Stelle fort. Ich freue mich auf den zweiten Teil.